Alles ganz entspannt. Die Herren Ratinho und Strasser heute Mittag beim gemütlichen Plausch. Einen Tag, nachdem sie mit dem FCK ein gutes und hartes Stück Arbeit hinter sich gebracht haben. Der 2:1-Erfolg gegen Köln, befreiend. Es ist genau, wenn man 100 Kilo aus der Rücke rausgenommen hat, fühlt man viel leichter. Das ist auch für die Moral ist so schön. Also für die Siege gibt keine natürlich keinen Ersatz. Du weißt, dass du heute halt Zeit hast auch für deine Familie und du hast ein oder zwei Tage viel weniger Stress als die anderen Tage. Ratinho und Jeff Strasser, zwei gute alte Bekannte, die das vielbeschworene neue Gesicht des FCK prägen. Zwei, die viele schon abgeschrieben hatten, zwei, die immer alles geben. Zwei, die ihre Chance genutzt haben. Ratinho gegen Köln als Antreiber. Und Jeff Strasser gegen Marco Reich, der am Ende gar nicht mehr wusste, was er gegen den Luxemburger noch machen soll. Ratinho und Strasser zwei, die vieles gemeinsam haben und doch völlig unterschiedlich sind. Ich denke, der Ratti ist ja ein Brasilianer und die haben halt auch eine gute Technik. Wenn ich manchmal seinen guten Haken hätte, würde mir vielleicht ganz gut tun. Ja, seine Konditionen, es ist ja unglaublich, obwohl ich bin auch konditionell viel, viel besser geworden. Aber wie der Strasser, der Chef hier, ich glaube, habe noch nie gesehen im Fußball, der kann zum Ecke fahren, zur anderen Ecke fahren, 100 Mal rennen, so passiert bei ihm nicht. Und er geht noch in die Sauna noch. Und dann fährt noch nach Hause und mehr noch die ganze Rasen in seine Garten. So eher konditionell, das hätte ich mir gewünscht. Lauterns Führung, beide waren maßgeblich beteiligt. Lokwens Lattenkracher war Ratinhos Pass vorausgegangen. Und danach geht es ganz schnell, weil Strasser beim Einwurf keine Zeit verliert. Lincoln, wieder Lokwens. So schön einfach kann Fußball sein. Strasser und Ratinho sind Mannschaftsspieler im besten Sinn. Der Beleg dafür, Lincolns klasse Vorarbeit bringt einen schier aus dem Häuschen. Ratinho ist nicht mehr zu halten. So sieht echte Freude für einen neuen Mitspieler aus, der schon nach zwei Spielen stark in der Kritik stand. Ganz sicher war Vratislav Lokwens nicht nur wegen seiner zwei Tore Lauterns Bester, aber ohne Spieler wie Ratinho und Strasser wäre dieser Saisonauftakt kaum möglich gewesen. Wenn wir es fertigbringen als Mannschaft, dann solche Halbzeiten, wie wir gestern die erste gespielt haben, aber ganze Spiele bringen, dann glaube ich, wird der Betzenweg wieder zu einer großen Festung und dann werden die anderen Mannschaften noch viel mehr Respekt haben. Respekt, den sich auch Ratinho längst verschafft, gewandelt von der Zauber zur Kampfmaus. Und trotzdem, es gibt Momente, in denen man sich besser als Mäuschen zurückzieht. Zum Beispiel, wenn es droht, allzu brenzlig zu werden. Ich habe schon gesagt, das ist keine dumme Fußball. Ich habe natürlich ein bisschen die Öle ein bisschen in die Feuer gelegt und dann weggegangen, weil ich bin zu klein neben die ganzen großen Leute. Aber das war nicht so schlimm. Ich habe ihn auch nach den Spielen getroffen und gesagt, oh, Entschuldigung, aber wenn jeder Ball, wo ich kämpfe, ich muss das für mich gewinnen, weil bei jedem verlorenen Zweikampf, das geht ein Brötchen von meinem Tisch weg und muss ich so genau kämpfen. Nur einmal, da waren Strasser und Ratinho nicht auf Ballhöhe. Bei der Flanke fehlt Strasser und Ratinho kommt gegen Springer zu spät. Kölns Anschluss, mit dem Lauterns Linie verloren ging, aber nicht die Bereitschaft zu kämpfen. Bis zum Umfallen alles gegeben. Am Ende fehlte selbst die Kraft zum überschwänglichen Jubeln. Aber damit können sie leben, denn ausnahmsweise ist beim FCK mal alles ganz entspannt.